Jetzt kommen wir da auch nicht mehr hoch, oder was? So, komm, wir gucken jetzt noch mal. Einmal in die Runde, irgendwo muss es doch hochgehen. Wenn nicht, dann müssen wir den Notausgang wählen. Ja, Totenkopf, bla bla. Können wir hier noch irgendwas machen? Nein. Keine Chance. Kommen wir hier nochmal irgendwie hoch? Nö. Aber das ist doch Quatsch. Dann kommen wir da nicht weiter. Hier kommen wir sowieso nicht hoch. Oder? Komm. Hoch mit dir. Will da hoch. Will da hoch. Komm, back dich irgendwie hoch hier. Back dich irgendwie ruf da. Komm. Na komm schon. Er backt sich einfach nicht rauf. Komm schon. Verfluchte Tat. Tja. Ja, da hilft uns nur noch eins. Die Reißleine. Lassen wir uns jetzt. Hui! So. Du bist tot. Ach Gott, oh Gott. Tja. Achte genau auf deine Umgebung. Nutze Karte und Kompass. Nein, wir kommen hier nie wieder weg. Nein! Was ist denn das? Jetzt kommen wir hier nicht mehr weg. Eieieiei. Was machen wir da jetzt? Jetzt sind wir hier gefangen. Auf dem Berg. Komm nie wieder weg. Hallo? 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 Es muss doch hier irgendwie. So, nee, dann gucke ich jetzt nochmal schnell. Hallo, guten Tag. Muss doch hier irgendwie rauskommen, das ist doch. Kokolores. Wird doch hier nicht jetzt eingesperrt sein, auf dem Berg. Wird immer wieder, spawnt immer wieder da an der Stelle, wo man nicht mehr wegkommt. Das wäre doch Blödsinn. Na bitte. Da? 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 Nee, ist ein bisschen sehr tief. Wow! Oh. Okay. Krass. Das habe ich so nicht erwartet. Das habe ich tatsächlich so nicht erwartet. Okay. Fakt ist, wir stecken irgendwie fest. Wir kommen nicht weiter. Aktuell. So, da hinten waren wir damals drinne. Da war ein Zettel. Den haben wir uns aber schon bereits geholt. So, das ist eine Sackgasse, wie es scheint. Oder? Jo. Ah. So, was haben wir hier? Eine kleine nette Höhle, die uns aber auch nicht weiterbringt. Ach. Verflixt und zugenäht. So, mal gucken. Hier ist auch nichts. Nix, nix, nix. Überall nix. Da. Da was. Ich glaube aber nicht. Nö. Hm. Das ist ja ärgerlich. Das ist etwas ärgerlich. Und er ist langsam wie zuvor. So, da kommen wir da hoch.
Aha, okay, einmal um die Steine herum. So. Hm. Ja, wie gesagt, wenn einer von euch eine Peilung hat, wo, wie, was, wann hier das weitergeht, bitte gebt mir mal einen Tipp. Ich bin ja echt gerade voll stecken geblieben. In der Story. Warum ist jetzt schon wieder Geräusch? Einfach nur so, oder? Wahrscheinlich bloß so, um einen mal wieder ein bisschen fertig zu machen. So, oh, jetzt bist du rumgerannt wie ein Bekloppter. Jetzt müssen wir dich mal ein bisschen ärgern hier. Ich glaube, das ist jetzt wirklich nur zum Mobben. Okay, da kommen wir nicht durch. Ah. Ja, komm schon. So. Ich höre doch einen Zettel. Ich höre doch einen Zettel. Hört ihr auch den Zettel? Huch, nee, das ist ein bisschen sehr tief. Ist der? Wahrscheinlich irgendwo da oben. Da, wo wir nicht rankommen. Oder doch? Ja, hier waren wir damals ja auch schon mal. Koordinaten. Ich will den Zettel. Gib mir 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 den Zettel. Ich möchte diesen verfluchten Zettel haben. Gib ihn mir. Hm. Okay, aber weiter kommt man hier scheinbar auch nicht. Okay, dann können wir uns das auch sparen. Ja, da vergeht die Lust denn ja schon mal irgendwie. Wenn jetzt hier wirklich bloß noch stumpf durch die Gegend rennt, ohne Erfolge zu feiern. Ist ja natürlich nur wenig motivierend, sich weiter mit dem Spiel zu befassen. Also ich hätte schon gern die Auflösung gewusst, wie das Spiel zu Ende geht. Also was da jetzt mit der Story überhaupt noch hier los ist, was das mit auf sich hat. Aber ich meine, man kann sich's ja schon denken. Er ist der Bekloppte und hier, wo vor dem auch gewarnt wird. Hier, der ist entflohen. Bla bla. Aber ich hätte es ja gern nochmal in Anführungsstrichen schwarz auf weiß gehabt. Da kommt man rüber mit Springen. Vertrauliche Korrespondenz von Wissenschaftlern von Abteilung 22. Doktor, Name geheim. Ich habe Subjekt Nummer geheim getestet. Es zeigt keine übernatürlichen Fähigkeiten. Sie müssen einen Fehler gemacht haben. Mit freundlichen Grüßen, Doktor geheim. Doktor geheim, ich stimme Ihnen zu. Die zweite Testreihe zeigt keinerlei Fähigkeiten. Betrachten wir das Experiment als erfolglos abgeschlossen. Das Objekt ist zu entfernen. Wir bereiten den Transport nach Wladimir 30 vor. Bitte vernichten Sie alle Dokumente und die Korrespondenz. Mit freundlichen Grüßen, Doktor, Name geheim. Okay, sind wir Subjekt Nummer geheim? Oder wie oder was? Gut, ist ein Zettelchen mehr? Bringt uns jetzt aber auch nur bedingt was. Möchte ich meinen.
links runter. Ach, guck mal, den Weg kennen wir, glaube ich, sogar. Den waren wir früher schon mal auf dem Weg. Tja. Genau, da hinten kam man so runter. Sprich, da kommen wir jetzt nicht hoch. Nee, da kann man doch nicht. Hä? Eieieiei. Ich glaube, ich bin da jetzt ganz schön raus irgendwie. Wie war denn das alles nochmal? Nee, hier ist eine Höhle. Ach, ist es unsere Mooshöhle? Ich glaube, das ist die Mooshöhle, oder? Ja, genau. Genau. Bedeutet ja auch, dass eigentlich das Lager nicht weit weg sein dürfte. Oder doch? Warte mal. Guck mal kurz. So, Mooshöhle. Ich glaube, das hier ist die Mooshöhle, oder? Ach, keine Ahnung. So. Na gut, wir haben ja auch noch nicht alle, sind ja auch noch nicht alle Sachen abgerannt, die da jetzt noch dran gewesen wären. Wir haben ja noch Koordinaten auf dem Plan. Was haben wir denn da noch? 1483, das war ja hier oben das. Sollten wir da vielleicht mal hin? Ah, okay. Könnten wir uns dahin teleportieren? Und dann da in die eine Höhle, wo wir dann gesagt haben, ah nee, da waren wir schon drin. Da kommen wir in das Höhlensystem. Müssen wir uns irgendwie den Weg suchen, dass wir da hinten hinkommen. Ich meine, hier waren wir ja schon. Jetzt sehen wir ja daran, dass wir da einen Zettel gefunden haben. Also, dass wir da hinkommen. Ich glaube, das machen wir mal noch. Brauchen wir erstmal... Brauchen wir erstmal wieder ein Lager, dass wir uns dahin warpen können. Oh, und der hat so viel Ausdauer. Ganz stark. Komm, sei mal einfach aus der Puste, das wäre super. Tap, 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 tap. Oh, ja, komm, komm. Keine Müdigkeit vor Schützen. Komm. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich brauche ein Schneemobil. Oder zumindest ein Snowboard. Skier, weiß nicht, irgendwas. Irgendwas. Die Atmosphäre, die ist schon heftig gruselig. Finde ich zumindest. Aber ich bin ja auch da recht empfindlich, sagen wir so. Aber wenn man denn hier wirklich unnütz, unsinnig, nur dumm hin und her rennt, das killt dann schon irgendwie die Atmosphäre. Das ähnliches Problem gab es auch damals bei, wie hieß denn das nochmal? Ich glaube Left Alone, ne? Ja, da war das auch so, dass man dann irgendwann total nur am Hin und Herren war und das hat eigentlich alles gekillt. So, okay, dann reisen wir jetzt mal hier hin. Machen wir die andere Koordinate. Was war das? 66, 72, war irgendwo hier unten, ne? 66. 72, da. Ach, da stand, glaube ich, so ein Haus, oder? Kann das sein? Na gut, da gehen wir nachher hin. Jetzt erstmal nach da oben. Und dann sehen wir weiter. So, erstmal dahin und dann suchen wir uns den Weg hier runter. Feuer frei. Tja. Genau, sind wir hier. Und jetzt wollen wir... Karte? So, wir müssen da in die Höhle beim zugefrorenen See. Und dann müssen wir zusehen, dass wir irgendwie da hinkommen. Mann, das ist immer ein Blindflug. Das ist immer ein Blindflug, sag ich dir. Da man seine eigene Position ja auf der Karte nicht sieht, sondern immer spekulieren muss, wo könnten wir denn gerade sein?
Ging es da? Nee, da kann man, glaube ich, nicht durch, ne? Nee, genau. Nee, die Hülle war ein bisschen weiter nach da. Mal gucken. So. Da. So. Bei unserem Glück kriegen wir gleich wieder Besuch. Von irgendwelchen Rabauken. Okay, hier wird's dunkel. Ich glaube, das letzte Mal, genau, da sind wir hier runtergegangen. Wo die Kerzen sind. Nee, da kommen wir nicht hoch. Heißt, wir kürzen jetzt entweder hier ab. Wir gehen da runter. Ne, wir kürzen mal hier ab. Ui, was ist denn das? Okay. Ah, okay, da kommen wir jetzt nicht weiter. Und hier scheinbar auch nicht. Okay. Also wieder zurück. Hätte ja sein können, hätte klappen können. So, dann hoffe ich, dass wir hier wieder irgendwo hochkommen. Ja. Wo geht's da hin? Hier sind auch Kerzen und nochmal Koordinaten. Gut, hier kommen wir scheinbar nicht rüber. Ich glaube, das letzte Mal sind wir auch relativ panisch durch die Höhle durchgeflüchtet. Heißt, sollten wir uns jetzt mal ein bisschen mehr Zeit nehmen für. Na, dann schauen wir mal. Gehen wir mal da lang. Ach nee, das ist ja das wieder. Ja. Warte. Muss ich mal schauen. Wir müssen jetzt ja irgendwie. Genau hier, wieder Reset. Ups. So. Okay. So, und jetzt immer mit der Ruhe. Solange wie keine Viecher hier sind, müssen wir uns keine Sorgen machen. So, zum ersten Mal benutzen wir eine Taschenlampe. So, das letzte Mal sind wir, glaube ich, da lang gegangen. Kann das sein? Ich glaube. Ah, hier waren doch dennoch übelst viele von den Kreaturen. Kann das sein?